jeder Einzelne und die ganze Szene, wie man, wenn man das so sagen kann, ist massiv enttäuscht und auch im gewissen Umfang auch ratlos. Ratlos? Heiko Brack jedenfalls ist es nicht. Er glaubt sehr wohl, dass sich die zerstörerischen Vorgänge im Gehirn aufhalten lassen können. An den 7000 Gehirnen seiner einzigartigen Sammlung hat er 30 Jahre lang geforscht. Er ist mittlerweile sicher. Bisher ist die Industrie auf einer ganz falschen Spur. Brack schneidet die Gehirne in Regionen auf, in denen die Nervenzellen bei Alzheimer als erstes zugrunde gehen. Seine These? Alles beginnt immer mit einer besonderen Ablagerung, den Tangle. Erst einmal entstehen die Tangle unabhängig und vor den Plaques, regelmäßig. Und erst nach einer gewissen Zeit, nach etwa 10 Jahren im Schnitt, entstehen die Plaques. Heiko Brack geht jetzt einen Schritt weiter. Er sucht Veränderungen, die noch früher beginnen. Und er entdeckt tatsächlich, dass auch die Tangle noch ein Frühstadium haben. Einzelne Nerven, in denen ein Eiweiß entlang der Nervenfortsätze schon in jungen Jahren verklumpt. Es ist das Eiweiß Tau. Ist das der Beginn der Zerstörung? Und es wird deutlich, Tau verklumpt und verstopft die Nerven. Der normale Transport darin, hier rot, kommt zum Stillstand. Blockiert durch das Eiweiß Tau, der Stoff, aus dem die Tangle sind. Das ist das Neue, das Eva und Eckhard Mandelko versuchen nun, Wirkstoffe zu finden, die diese Blockade auflösen. Das wäre der Lohn für über 20 Jahre Arbeit, in der beide hartnäckig auf die Tangle statt auf die Plaques gesetzt haben. Nervenzelle der Fall ist. Das sind hier die sie konnten sich die Ausdauer leisten, denn sie waren nie von der Industrie abhängig, mussten nie auf den schnellen und vor allem geldbringenden Erfolg setzen. Wir haben ja in einem Screen von 200.000 Substanzen eine ganze Reihe gefunden, die da durchaus aktiv sind, die durchaus diese Verklumpung des Tauproteins zurückfahren können. Und ein Teil davon funktioniert in Zellmodellen und wir sind jetzt gerade dabei, das in Mausmodellen eben auch zu untersuchen. Also es geht langsam voran, aber es geht voran. Um aus den Wirkstoffen Medikamente für Menschen zu entwickeln, brauchen die Forscher jetzt Hilfe von der Industrie. Und die Firmen sind natürlich sehr interessiert und wollen auch in vieler Hinsicht mit uns zusammenarbeiten, aber natürlich teilweise zu Konditionen, die wir nicht unbedingt wollen, nicht? Weil sie also da sehr stark darauf achten, dass sie also da irgendwelchen Profit machen können. Und manche Substanzen, die jetzt nicht patentierbar sind, weil sie schon in anderer Hinsicht bei anderen Krankheiten gebraucht werden, die sind für die Firmen dann gar nicht interessant. Aber für uns gilt eigentlich nur eins. Wir wollen eine Wirkstoffgruppe entwickeln, die für den Alzheimer wichtig ist.